Jetzt, ja. So, also, hallo, herzlich willkommen bei meinem Vortrag Just Joomla Kontaktform Plus. Ich habe ja Just Joomla Vorträge schon gemacht, den letzten beiden Joomla Days. Einmal zum Thema, was kann man alles mit Kategorien und Beiträgen machen. Also so einen Seminarkalender habe ich damals gebaut vor 2 Jahren. Letztes Jahr habe ich mir dann genauer angesehen, was kann man mit Benutzern und Kontakten machen. Ja, und nach dem Joomla Day, ist immer vor dem Joomla Day, das heißt, ich habe dann letztes Jahr überlegt, okay, was könnte ich denn noch zeigen, was kann man denn noch so mit Joomla Standard machen, wofür viele vielleicht Erweiterungen verwenden, und habe mir dann überlegt, das Kontaktformular genauer anzusehen. Da kam, also war so, konnte man Plugins machen und dann Felder hinzufügen. Dann kam Joomla 3.7 und mein Vortrag war im Eimer, weil das mit den Custom Fields jetzt sehr gut funktioniert. Und ich will das trotzdem zeigen heute, wie es mit den Custom Fields geht und noch so ein paar Ideen geben. Auch, ja. Also es geht darum, das Joomla-Formular zu erweitern. Ja, wer hat denn das Joomla-Kontaktformular noch nicht verwendet? So gar nicht, da gibt es ein paar Hände. Ich habe irgendwie vorgestern nicht draufgekommen, es gibt Leute, die wissen gar nicht, dass Joomla ein Kontaktformular hat. Also Joomla hat im Standard ein Kontaktformular. Das ist sehr basic, das hat nur ganz wenige Felder, und wir werden uns das jetzt dann anschauen, wie man das auch erweitern kann. Ja, noch zu mir. Mein Name ist Sigrid Kramlinger, sehr gestern stolze Gewinnerin von 2 J. Ottos. Ich habe meine erste Joomla-Webseite 2005, 2006 gemacht. Habe die Joomla User Group in Wien mitgegründet und den Joomla.de Österreich. Da haben wir 2015, 2016 einen gemacht, 2017 ist jetzt Pause, weil ich es einfach auch ressourcenmäßig nicht geschafft habe. Ja, aber es wird wieder einen geben, weil auch viele schon gefragt haben. Und ich bin ja aus Österreich, und in Österreich gibt es gerade eine große Offensive oder Initiative der Wirtschaftskammer KMU Digital. Da bin ich auch gerade, also da bin ich jetzt zur Beraterin zertifiziert, und da geht es auch sehr viel. Also wie kann man gerade so kleine Unternehmen, die unterstützen bei allem, was irgendwie mit digital zu tun hat. Und das sind natürlich Webseiten und auch Online-Shops immer wieder ein Thema. Und da bin ich jetzt gespannt, was dann sich auch so tut. Ja, dann eben das Thema Just Joomla. Je weniger, also so wenige Extensions wie möglich, heißt einfach, ich kann die Webseite leichter upgraden, updaten. Ich kann die auf dem aktuellsten Stand halten, und das ist einfach aus Sicherheitsgründen enorm wichtig. Früher wurde dann im Core gehackt, und dann nach jedem Update musste man wieder die Files nochmal anschauen und einspielen, oder der Kunde ruft an, es geht nicht. Das ist irgendwie mühsam, gerade beim Kontaktformular wegen einem neuen Feld eine ganze Komponente zu installieren, war dann irgendwie oft ja auch nicht das Ideale. Auch, also Kontaktformulare sind halt offen, also es ist halt auch immer eine Schwachstelle im System, wo man was eintragen kann. Da wird auch schnell dann mal gehackt. Und darum war es mir immer auch gerade beim Kontaktformular wichtig, so nah wie möglich am Standard zu bleiben und so wenig Extensions wie möglich zu verwenden. Und das geht eben einfach auch mit Overrides gut. Template-Overrides, Sprach-Overrides, Layout-Overrides, gibt es ja alle möglichen Möglichkeiten, damit das dann nicht so aussieht. Das ist zu viel. Was ich wichtig finde, ist, dass man flexibel bleibt, dass man sich anschaut, okay, was will der Kunde eigentlich? Nochmal so nicht einfach umzusetzen, sondern zu schauen, was will er und wie kann man es umsetzen? Kann man es auch kreativ machen? Also vielleicht mal ums Eck denken und gerade für vielleicht was im Standard da ist, für was anderes auch verwenden. Geht mit den Custom Fields jetzt gut, dass ich so Seminarkalender-Einträge mache, so kleine Branchen-Einträge, was auch immer. Ja, also das schauen, wo sind die Ähnlichkeiten, wo sind Gemeinsamkeiten, und dann das System so wirklich auszureizen mit dem, was da ist. Ich habe mir dann mal angeschaut, wie viele, also im Joomla Extensions Directory, was gibt es denn alles unter Contact Forms, und es gibt tatsächlich 258 Erweiterungen, so im Groben, und allein Contact Forms gibt es 78. Und ich denke, wenn man da den Joomla Standard weiß, wie man den verwendet, könnten da, ja, braucht man keine Extension. Ja, das Joomla-Kontaktformular, damit ich das verwenden kann, muss ich einen Kontakt einrichten. Das heißt, ich gehe auf Komponenten, Kontakte,
neuer Kontakt. Das Einzige, was ich brauche, ist wirklich der Name. Da kann ich auch reinschreiben, das steht dann oberhalb vom Kontaktformular. Da kann ich auch reinschreiben, schreiben Sie uns. Da muss ich nicht irgendwie einen Namen reinschreiben. Das kann ich auch für was anderes, also kann ich auch selber einen entsprechenden Titel machen, treten Sie in Kontakt, was auch immer. Und ich brauche eine E-Mail-Adresse. Das reicht, also an der Stelle. Und dann muss ich einen Menüpunkt anlegen, wo ich diesen Kontakt verbinde. Und dann sieht das jetzt im Protostar zum Beispiel so aus. Ich habe da mein Main-Menü, ich habe den Kontakt, klicke drauf und das Kontaktformular sieht jetzt, also man sieht noch gar nicht, dass da ein Kontaktformular ist, weil in Joomla die Standardeinstellung, also ich kann angeben, wie der Kontakt dargestellt werden soll und das ist jetzt die Slider-Variante. Und damit man das Kontaktformular, also ich müsste jetzt da auf Kontaktformular klicken, dann geht das auf und dann sehe ich das Formular. Das geht einfach, indem ich in der Komponente Kontakt auf die Optionen gehe. Da muss ich eigentlich nur zwei Felder ändern. Ich muss das Anzeigeformat von Slider auf vollständig ändern. Und ich muss bei den Kontaktinformationen gehe ich auf Verbergen. Dann fällt der obere Teil weg. Und dann habe ich schon mein Kontaktformular, das so aussieht. Also dann ist der Menüpunkt, wenn ich auf den Menüpunkt gehe, bin ich da direkt. Ich habe das oben, das Kontaktformular. Das erste kommt vom Kontaktnamen. Also wenn ich da jetzt geschrieben hätte, schreiben Sie mir, dann wird da oben stehen, schreiben Sie mir. Dann Kontaktformular, dann eine E-Mail senden und dann sind die Felder. Also Standardfelder, Name, E-Mail, Betreff, Nachricht. Ich kann unten noch eine Kopie dieser E-Mail erhalten, eingeben. Dann gehen, wenn das abgeschickt wird, zwei Mails weg. Eine an den, der es einträgt und einen an den Kontakt, also die hinterlegte E-Mail-Adresse beim Joomla-Kontakt. Ja, das ist ja schon mal ein Anfang. Also das, wenn man es bisher noch nicht verwendet hat, dann ist das ja schon mal, ich habe ein Kontaktformular, wird ein E-Mail geschickt. Kann man ja schon verwenden. Tja, aber das erste Problem ist dann, dass das sehr leicht für Spam verwendet werden kann. Das heißt, ein Captcha muss her. Und da kommt auch mit Joomla im Standard schon das Recaptcha von Google. Man muss eigentlich das Plugin aktivieren und in der Systemkonfiguration, also globale Konfiguration, das Standard Captcha auswählen. Das Plugin sieht so aus, dass man sich, also da steht alles drinnen, was man machen muss. Ja, man muss einmal auf diese Seite gehen, www.google.com/recapture. Dort gibt man seine Daten ein, bekommt dann zwei Schlüssel, den Website-Schlüssel und den geheimen Schlüssel, die kopiert man da rein, aktiviert das Plugin, speichert es, aktiviert es in den globalen Optionen, also gibt man das Standard-Capture an. Und dann hat man schon das Joomla-Kontaktformular und ich habe unten das Standard-Google-Capture. Also es ist schon, bin schon fertig, habe ein sicheres, relativ sicheres Webformular, keine Extension installiert und kann schon was machen. Dann kommt das erste in den Kundenprojekten, ist immer, aber ich möchte gerne, dass da jemand eine Telefonnummer angibt. Das ist jetzt aus dem aktuellen Kundenprojekt von mir. Name, E-Mail, Telefonnummer, Nachricht. Der Kunde hat das gesagt, nein, er will nur die E-Mail, also er will Telefonnummer. Wie machen wir das? Der hatte schon so eine kleine Firma, die wollten dann auch kein Geld mehr ausgeben. Und ich sagte, wie geht das möglichst einfach? Ich sagte, Joomla kann das im Standard nicht, also wir müssten halt eine Erweiterung installieren, aber würde ich nicht empfehlen. Jetzt die Frage, hat wer einen Tipp, wie man das umsetzen kann? Bitte? Custom Fields? Nein, brauche ich gar nicht. Ja, genau. Also es ist einfach ein Sprach-Override. Ich kann ja in Joomla mit den Language, also Sprache-Overrides machen. Ich mache einfach, also ich kann es nachher sonst auch zeigen, ich gehe in Sprache-Overrides, gebe ein, Betreff, dann werden mir dann schon die Tags vorgeschlagen. Also ich muss mir nicht mal wissen, wie dieser Tag heißt. Ich wähle den Tag aus, also Contact Message Subject Level, schreibe da statt Betreff Telefon hin und schon habe ich mein Joomla, Kontaktformular und da steht Telefon. So, das einzige Problem, also wir haben das dann, ich habe das mit dem Kunden auch thematisiert, wenn da ein E-Mail geschickt wird, dann steht die Telefonnummer in dem E-Mail, das dann kommt, im Betreff. Und der Kunde hat gesagt, es ist ihm egal. Also wir haben da die Option ausgeblendet, E-Mail, wenn wir nochmal, das ist eine Kopie dieser E-Mail erhalten, haben wir bei dem Kontaktformular ausgeblendet, einfach damit sich der, der es einträgt, nicht wundert, wieso da jetzt die E-Mail
Nummer drinnen steht. Aber der Kunde hat gesagt, das ist ihm egal, er will einfach eine einfache Lösung und das war eine Arbeit auf 2 Minuten. Also das habe ich nicht mal verrechnet, weil das war irgendwie... Nein, darum habe ich es ausgeblendet, dass der das gar nicht kriegt. Also es geht nur an den Kontakt in Joomla, genau. Genau. Sonst würde der das kriegen im Betreff und dazu müsste man den Core hacken, weil die Message ist, also das Joomla-E-Mail, wo da was hinkommt, ist im Core hart codiert. Also das kann ich, da kann ich nicht anders hin. Genau, aber der Kunde hat gesagt, das ist ihm egal. Wenn er nur das, er kennt sich aus, da steht halt die Telefonnummer da oben drinnen, es ja, ist für ihn okay. War eine einfache Lösung, die sind zufrieden, hat ihnen nicht mal was gekostet, weil für einen Sprachbereiter das zu verrechnen, das war mir dann auch zu blöd. So, dann, aber es gibt ja jetzt die Custom Fields und mit Custom Fields kann man ja viele Sachen machen und da kann man zum Beispiel, und das ist eben in den Com Contact, also wenn man normalerweise ein Custom Field macht, dann geht man da auf, also in das Kontakt, man geht dann auf Felder und dann, wenn ich dann ein Feld einfüge, dann steht das beim Kontakt. Also da kann ich noch Telefonnummer 2 oder so einfügen. Oder ich kann, weiß ich nicht, noch ein Zusatzfeld machen mit der Abteilungsposition, was weiß ich was. Aber wenn man wirklich ein neues Feld für das E-Mail-Formular, also für das Kontaktformular macht, dann muss man entweder bei Felder oder bei den Feldgruppen auswählen, E-Mail, und dann kann ich ein neues Feld anlegen. Ich zeige das mal kurz. So, jetzt habe ich wieder mal. Moment. Ich muss das hier beenden, sonst sehe ich. Ich hatte das Problem schon mal. Ich habe nämlich einen externen Bildschirm. Moment. Ja, ich habe, jetzt geht's, genau, jetzt haben wir die gleiche Ansicht. Ja, so, also, ich habe hier eine lokale Installation und habe hier noch nichts. Ich zeige es mal kurz, wenn ich auf Komponenten, Kontakte, das kann man sehen, oder? Ich kann es noch eine Spur kurz machen. So, ich gehe dann hier auf Felder, dann sehe ich da noch nichts. Und ich muss dann wirklich da auf Kontakt und E-Mail gehen. Und wenn ich jetzt ein neues Feld anlege, dann ist das ein neues Feld für das Kontaktformular. Nicht für den Kontakt, sondern wirklich fürs Formular. Ich gebe jetzt hier an Telefonnummer. Das ist ganz normaler Text. Ich will nicht, dass das ein Pflichtfeld ist. So, und das, ich speichere das jetzt mal. So, wenn ich jetzt aufs Kontakt, also das muss ich noch... Ich habe alles rausgelöscht vorher, also ich muss jetzt auch noch einen Kontakt anlegen. So, das ist der Kontakt mit Name und E-Mail-Adresse. Ich mache einen neuen Menüeintrag, der heißt Kontakt, Menüeintragstyp, Kontakte und dann auf einzelner Kontakt. Da wähle ich dann meinen Kontakt aus. Ich habe jetzt eh nur einen. Wenn ich jetzt auf Speichern und Schließen gehe, dann habe ich hier schon meinen Kontakt und mein Kontaktformular. Oben steht das. Schreiben Sie mir Kontaktformular. Und jetzt brauchen wir noch das neue Feld. Also zur Komponente, Kontakte. Und das ist jetzt ein bisschen, wenn ich jetzt draufgehe, Felder, ist das Feld weg. Das ist aber, weil ich muss jetzt wieder hier E-Mail auswählen und dann habe ich hier meine Telefonnummer. So, und ich sage jetzt das für Kategorie alle. Und das müsste jetzt angezeigt werden. Nein, eigentlich nicht. Er nennt das dann Zusatzfelder.
So, jetzt bin ich falsch. Ich muss hier wieder zuerst E-Mail auswählen. Ich sage neu und lege an die Kontaktdaten. Und gehe jetzt auf Feld. Ich muss wieder E-Mail auswählen. Also mich schreckt es jedes Mal. Ich denke, oh, was ist mein Feld? Feldgruppe Kontaktdaten. Das muss ich so machen. Spannend. Also was man machen muss bei den, das wollte ich eigentlich zeigen, weil eigentlich wird das Feld angezeigt. Ich muss bei den Berechtigungen gehen für Public und muss Inhalt von eigenen Feldern bearbeiten, auf Erlaubt gehen. Sonst kann nämlich der Public User im Frontend das Feld nicht bearbeiten. Muss ich speichern? Vielleicht hängt es jetzt auch damit zusammen. Achso, im Feld unter Optionen. Ich hatte hier nämlich eine. Das dürfte jetzt. Also ich habe Felder angelegt gehabt und habe die wieder gelöscht. Vielleicht hängt das jetzt da irgendwo, weil ich es. Ich glaube nicht, dass der aktiviert ist. Nein. Ich mache jetzt nochmal ein anderes Feld und nenne das anders. Vielleicht liegt es daran. Weil ich hatte schon mal eine Telefonnummer. Ja, ob ich es unter Kontakte hinzufügen muss? Nein, normal. Also eigentlich nicht. Eigentlich reicht es, genau das hier anzulegen, das Feld. Ja. Beim Feld? Beim Plugin? Ich habe da nirgends was umgestellt. Also, nein, ich habe vorher das nur die Felder gelöscht, damit ich da neu anfangen kann. Das sind die Fields. Nein, da war ich. Nein, da war ich nirgends. Ja, also es hat gerade jemand ausprobiert und es geht. Im Ding, ich schaue nachher nochmal. Ich würde jetzt auch mit der Präsentation sonst weitermachen. Ich habe nämlich eh die Screenshots. Ja, also da wollte ich nur zeigen, also man muss wirklich beim Kontakt, also das E-Mail-Feld auswählen. Das sieht man eben sonst landet das Feld am Kontakt und nicht am Formular. Ja, das würde dann so aussehen, wenn ich nur das Feld anlege, dann kommt da unten Zusatzfelder und meine Telefonnummer. Mehr kommt nicht. Das heißt, es hängt jetzt mal unten dran und ich kann es eben standardmäßig noch nicht bearbeiten. Dazu muss man eben beim Feld oder auch in der Feldgruppe für den Public, für die Zugriffsberechtigung eben vom Public, den Inhalt von eigenen Feldern auf Bearbeiten erlaubt stellen. Sonst habe ich das Feld, aber ich kann nichts reinschreiben. Und wenn ich das eben so mache und dann das E-Mail schicke, dann sieht das so aus, dass das eine normale E-Mail kommt,
eben mit dem Betreff und unten dran kommen dann alle Custom Fields. Also da wird dann das Telefon oder Firmenname oder was auch immer ich da reinnehme. Das ist dann da unten dran. Genau, also brauche ich nicht weitermachen, das Feld ist da und wird mitgeschickt. Ja, dann kommt oft eben die Frage, also eben Telefonnummer und Firmenname und dann, um es zu zeigen, habe ich da noch dann ein Feld Umfrage angelegt, da habe ich ein Optionsfeld verwendet, die Veranstaltung hat mir gefallen, 1 Stern, 2 Stern, 3 Stern, 4 Stern, 5 Stern. Das kann man natürlich dann noch ein bisschen behübschen, aber das ist, ich habe wirklich nur da die Optionen angelegt. Und ja, ich habe Feldgruppen angelegt, also Kontaktdaten ist eine Feldgruppe und Umfrage ist eine Feldgruppe. Und ich kann das dann auch mit den über die Kontaktgruppen, also ich kann mir ja auch bei den Kontaktkategorien, ich kann mir ja eine Kategorie anlegen mit wirklichen Menschen, die Firmen, die in der Firma sind und die ein Kontaktformular bekommen. Und wenn ich dann sowas, weiß ich nicht, wie eine Umfrage oder Bewertung oder sonst was machen würde, dann könnte ich mir noch eine Kontaktkategorie anlegen und da einen User reinlegen und zum Beispiel die Umfrage wird nur bei dem User für die Umfrage angezeigt. Also man kann sich da spielen auch, dass die Felder, die Custom Fields nicht auf allen Formularen angezeigt wird, sondern nur bei Kontakten, die in bestimmten Kategorien sind. Ich habe es eben da jetzt zwei Kontaktfeldgruppen gemacht, eine Feldgruppe Kontaktdaten und eine Umfrage. Und ich will aber nicht, dass die unten dranhängen, sondern die sollen irgendwo oben eingebaut sein. Weil das ist ja, ich habe oben eine E-Mail-Adresse und ich möchte gerne, dass nach der E-Mail-Adresse die Telefonnummer steht. Ja, und das geht einfach über ein Template Override. Das heißt, also wer Template Overrides nicht kennt, ich hoffe, das ist jetzt niemand. Also einfach Template, ja, Template, HTML, ComContact und das ist dann in der Default-Form, also ich brauche nur diese eine Datei überschreiben. Und ich möchte gern, also die Kontaktdaten, ich will die Telefonnummer und den Firmennamen oben nach dem E-Mail und ich will die Veranstaltung, hat mir gefallen, vor dem Capture und ich will diese Überschriften weg, das Kontaktdaten und Umfrage. Und ich versuche das jetzt möglichst einfach auch mit dem Code zu zeigen, ja, wie man das in dem Override machen würde. Also das ist das Ganze, wie das Kontaktformular programmiert ist und angezeigt wird. Ich habe da unten, also unter dem grünen Balken jetzt, das ist der Button unten, also das ist ganz klassisch, da brauche ich auch nichts ändern, weil ich will das E-Mail ja wegschicken. Und in dem grünen Balken jetzt, das ist das, da habe ich eine For-Each-Schleife, also ich habe Field-Sets. Und ein Fieldset sind diese Standard-Kontaktdaten, ein Fieldset ist das Capture und dann sind das meine eigenen Kontaktgruppen. Und der läuft eigentlich einfach nur durch diese Fieldsets durch und gibt immer die jeweiligen Felder aus. Ganz oben wird ihm abgefragt, ob das Capture ist und dann wird ihm was gemacht oder eben nicht gemacht, also das Capture angezeigt. Also wenn er in dem Fieldset Capture ist, dann macht er, und das nicht enabled ist, dann macht er da nichts. Dann werden da die Felder geschrieben aus dem Fieldset, also Fieldset Name, das wäre dann eben Kontakt oder Capture oder meine Feldgruppen. Und dann drunter werden die Felder ausgegeben, also in dem If Count Fields, also wenn Felder da sind, wenn er welche findet, dann gibt er die aus. Und da habe ich dann den HTML-Tag Fieldset und End Fieldset. Und die haben keine Klasse. Das heißt, ich kann die über das Stylesheet nicht ansprechen. Also ich hätte auch versucht, einfach die Titel über Stylesheet auszublenden mit Display None. Macht ja nichts, also auch wenn es strukturiert ist. Es geht nicht, weil ich komme nicht hin über Stylesheet. Also da, und das ist das Erste, ist dann diese Legend. Also das ist das, was dann angezeigt wird. Ja, und das Erste, was ich im Override ausprobiert habe, dann war einfach mal, das rauszunehmen. Also einfach nur dieses Fieldset-Label, also dass wenn was drinnen steht, dass er das dann rausnimmt, dann ist das leer. Und was ich hinzugefügt habe, ich habe hinzugefügt in den Fieldset-Tag Class und da gebe ich den Fieldset-Name aus. Also ist das jetzt Contact oder Capture. Damit könnte ich das schon einmal ansprechen und das machen. Und das schaut dann so aus. Das ist dann der HTML-Code, der rauskommt. Also da sehe ich schon Fieldset, Class, Contact, das sind die Standardfelder. Dann habe ich Capture, das ist nur das Capture. Und dann sind meine Fields 3 und Field 4. Und die Nummer davon Fields 3 und Field 4, die kommen von der Feldgruppe. Also wenn ich die Gruppen anlege, die haben eine ID und da habe ich meine Kontaktdaten, haben die ID 3 und die Umfrage hat die ID 4.
Und das ist das, was da im HTML-Code ausgegeben wird. Und damit könnte ich jetzt schon einmal über Stylesheet das ansprechen. Und ich habe eigentlich im Override genau nur den Fieldset-Namen hinzugefügt. Also das wäre so ein erster Start, um das Formular anpassen zu können. Genau, dann, also ich habe jetzt diese Überschriften rausgenommen. Jetzt sieht es schon ein bisschen mehr nach einem Formular aus, wo ich meine Felder habe, aber immer noch die falsche Reihenfolge. Also ich habe immer die Telefonnummer und Firmennamen zwar unten dran, aber ich will das ja nach oben bringen. Wenn ich das mache, habe ich mein Template Override und ich habe da jetzt nochmal das alles rausgenommen, wie das Formular aufgebaut wird, weil ich will nicht durch diese vier Fieldsets laufen und einfach der Reihe nach die Felder ausgeben, sondern ich will einmal dieses Kontakt-Fieldset ausgeben und an der richtigen Stelle die Felder einfügen. Und das macht man so, also das erste habe ich wieder ich nehme das Fieldset rein, einfach um das vom Stylesheet her auch formatieren zu können, und da ist ja auch schon was da im Template. Dann nehme ich den ersten Teil rein, also das Field, ich laufe nicht durch die Fieldsets, sondern ich hole mir das Fieldset Contact und schaue, ob Felder da sind. Da sind immer welche da, drum, also er läuft dann da rein und gibt dann für alle Felder, die da sind, das Feld Render Field, also er gibt dann da halt den Label und das Formularfeld aus. Und ich sage jetzt, er soll da durchlaufen, und sobald das Feld der Feldname, sieht man da dann, if Field Name ist Contact E-Mail, also sobald er beim E-Mail ist, will ich, dass er mir an der Stelle mein Fieldset 3, also die Kontaktdaten, ausgibt. Also kopiere ich das quasi da rein. Moment, ich kann da hinzeigen, glaube ich. Na. Also ich habe da, das zeichnet er da unten, das geht mit der Auflösung nicht. Okay, also ich habe da den Block, wo er mir das Fieldset 3 reinkopiert. Und dann will ich als nächstes, läuft er dann weiter, und dann habe ich da if field name, contact message, also nach dem Nachrichtenformular will ich da dieses Umfragefeld reinnehmen. Und dort gebe ich dann, kopiere ich quasi das gleiche, das ist der gleiche Block wie oben, nur oben habe ich Fields 3 und unten habe ich Fields 4. Das heißt, ich laufe einmal durch dieses Kontaktformular, gebe alle Felder aus und ich sage, okay, wenn du das E-Mail-Feld ausgegeben hast, dann will ich meine Feldgruppe 3, und wenn du das, dann gibt er die Felder aus, dann läuft er wieder weiter, und wenn du das Nachrichtenfeld ausgegeben hast, danach will ich dann die Feldgruppe 4 ausgeben. Ist das verständlich? Ja? Ich sehe nicken. Okay, gibt es Fragen? Das war es nämlich schon. Ja. Yeah, you could probably do that, but it's I'm not sure if you can reach the single fields. Yeah, probably if you're more like into programming, the coding, you can feel. But I thought it's just easier if you use the code that is there to put the fields. Okay. So, und das Ergebnis, also das war's schon. Mehr habe ich nicht gemacht. Also ich habe da nur an den Stellen die Felder rein kopiert. Man sieht jetzt oben, ich habe Name, E-Mail, Telefonnummer, Firmenname, Betreff Nachricht und das Nachrichtenfeld, und danach habe ich dann diese Feldgruppe 4, die Umfrage, eingebaut. Und Kontaktformular ist fertig. Und wenn ich das wegschicke, dann habe ich meinen Text, und unten habe ich dann meine drei Custom Fields drinnen. Ich habe es ausgeblendet aus Platzgründen, genau. Kann man genauso drinnen lassen und dann, genau. Ja. Die Vorgehensweise bedeutet aber auch, dass ich das bei jedem Update, das irgendwann kommt, wieder manuell nachfüllen muss. Nein, ein Template-Override wird nicht überschrieben. Das musst du nichts machen. Also mit 4 musst du es dir wahrscheinlich anschauen. Also Joomla 4 muss man sicher nochmal was schauen, ob es noch so ist. Aber mit Joomla, also ich mache das seit Jahren so. Und also mit dem Template Override musst du von 3.8 auf 3.9 sicher nichts machen. Ist nur ein Template Override. Ist nicht direkt in die PHP-Datei geschrieben? Genau. Ich habe nur. Moment. Wo steht's? Ich habe das da. Na, so viele Folien. Da steht's.
Also das ist in meinem Template-Verzeichnis. Mein Template-Name, da kommt das Override rein. Genau. Genau, dort bin ich drinnen. Ja. Ja, aber die, aus, ja. Aus dem Feld Subject in den Telefonnummer machen kann auch mit CSS oder das Ganze ein bisschen verändern. Ja, das würde auch funktionieren. Aber es war, also bei den, über die Fieldsets hat es eben nicht funktioniert, weil die keine Klasse hatten. Also die konnte ich irgendwie nicht wirklich ansprechen. Genau. Ja, also das war dieser Teil Code in dem Override, um das zu erzeugen. Ja, bitte. Wie mache ich das denn mit Feldern, die keine Feldgruppe zuordnen sind? Die laufen dann, glaube ich, als Fields 0. Also ich mache ja da im Moment. Ich lasse mir ja hier die Klassen, die ausnehmen. Also ich würde dann ausprobieren, was dann dort steht. Ich glaube, es steht Fields 0. Also wenn mein Feld keine Gruppe hat, dann würde ich das über Fields 0 ansprechen. Müsste man sich dann ansehen, also wie das dann, wenn ich da einzelne Fälle ansprechen will. Aber die würde ich sonst in eine eigene Gruppe packen, sonst habe ich halt nur ein Feld in der Gruppe und dann kann ich es auf jeden Fall so machen. Genau. So, dann habe ich, also ich habe dann das Formular, das so aussieht, und dann geht ein E-Mail raus, also entweder an den, der es einträgt, und den Joomla-Kontakt. Und was mich immer noch gestört hat, ist, dass, also ich habe dann Kunden und die sagen, ja, aber da kommt ja nie was an über mein Kontaktformular. Und das geht in Joomla auch nicht, also das können die Formularkomponenten, die speichern diese E-Mails. Und ich habe mir dann aber ein Plugin programmiert, und wenn da wer Interesse dran hat, also ich bin noch am Überlegen, ich habe es grundsätzlich öffentlich, aber ich muss noch ein paar Sachen verbessern. Ich habe mir ein Plugin geschrieben und das speichert die gesendeten E-Mails, entweder ich kann es aussuchen in einer Tabelle oder in einem Log. Das kann ich zu Testzwecken verwenden. Ich kann mir einstellen, welche Felder gespeichert werden, weil man ja datenschutzmäßig auch aufpassen muss, was ich speichere. Aber man kann zumindest in einer Testphase damit mitspeichern, okay, weil manchmal kommen auch so Test-E-Mails nicht an. Ja, das ist eine Option, also wenn da wer daran Interesse hat, kann ich da gerne, ich werde es irgendwann auch, also es ist auf GitHub, aber noch nicht so ganz fertig wäre es noch nicht, es funktioniert aber. Genau, und das wäre so der Datenbankeintrag dann, wo ich mir die Kontakt-ID speichere, was Subject-Message und auch eben die Custom-Fields. Das ist so eine Möglichkeit, und so ein Plugin, das ist wirklich nicht viel Code, ja. Auf was ich noch hinweisen wollte, es gibt die Flexform, Flexforms, also das ist der David hat das auch veröffentlicht, das ist einfach eine Möglichkeit für dann aber eher programmiertechnisch Joomla-Kontaktformulare einfach zu erstellen. Und ich wollte es auch einfach erwähnen, dass es, da kommt kein riesiger Overload mit, sondern ich kann einfach über eine XML-Datei das Formular gestalten, und ich glaube die G-Training-Seite, da haben sie die Formulare so gemacht. Also auch, wenn wer noch flexibler sein möchte und jetzt keine Formularkomponente installieren will, dann kann man das auch mit Flexforms machen. Das kann man sehr gut auch erweitern, kann man mit Overrides den Output steuern und mit Plugins auch einiges machen. Genau, und das wäre jetzt nochmal meine kurze Zusammenfassung. Also Joomla Kontaktformular im Standard ist ein einfaches Kontaktformular. Ich kann nur einen Empfänger eintragen. Das ist auch so, also ich kann in anderen Erweiterungen oft noch andere, mehrere Empfänger einfügen, das geht da nicht. Ich müsste mir halt eine E-Mail-Weiterleitung oder so einrichten. Aber ich habe ein Capture, standardmäßig. Ich kann es über Custom Fields erweitern, ich muss mit den Berechtigungen aufpassen und ich kann die Felder per Template Override anordnen. Also das wären so die wichtigen Punkte. Genau, gibt es Fragen? Ja. The mine? At the bottom of your template override? Yeah. It says hidden fields. Don't go to the bottom. Yeah. Oops. Oh. There. Yes. If you look at one of the hidden fields, it's called task. Yeah. It says contact.submit. Mm-hmm. And because of the contact.submit, Joomla will trigger
Mm-hmm. And then there's a big function in it. So what you could do is you copy the contact controller, you name it my contact or something like that, mm-hmm. and then you say my contact dot submit. You have to make a couple of changes in it, and then you can do everything with the contact. Yeah. Just, and if you update, it won't be overwritten. It won't be overwritten. Mm-hmm. Yeah. Yeah. It's a sort of hack, but it's not really a hack. Yeah. I'll just translate, also for the video. Also der Peter hat den Vorschlag auch gemacht, man kann auch da, es gibt das Hidden Field, Value Contact, Contact Submit, und man könnte beim Controller, also den kopieren in Joomla und den My Contact oder so nennen und dann hier, also dort das so programmieren, wie man es gerne hätte, und dann hier über MyContact.submit seinen eigenen Controller ansprechen. Der Vorteil ist, es wird auch bei einem, Update nicht überschrieben. Also das war noch so eine weitere Möglichkeit. Ja. Gut. Dann viel Vergnügen mit Formularen. Achso, na, da ist noch was. Bitte? Und das? Ja, die werden auch gespeichert, genau. Also wenn man es in der Datenbank speichert. Weil im Log, das ist nur eine Zeile, könnte man es auch hinten anhängen. Ich habe es jetzt nur für die Datenbank. Genau. Ja. I have to talk to you first. ja. Eigentlich muss das doch beim Plugin, das in eine Datenbank schreibt, ein leichtes sein, eine E-Mail zu ausführen. Ja. Ja, natürlich. Also das kann man auch. Also die E-Mail-Funktion ins Plugin auszulagern. Es gibt sogar beim Menüpunkt, wenn ich Joomla, Menüs, ich glaube, das ist da. E-Mail-Optionen. Kontakt, nein, ist es beim in der Komponente Kontakt, in den Optionen, gibt es beim Formular, da kann man die globalen Einstellungen machen, also das Capture auch auswählen. Hier könnte ich eben das Kopieren Absender ausblenden, also dass das nicht angezeigt wird, das Feld. Und es gibt benutzerdefinierte Antwort. Und das schaltet eben diese automatische Antwort ab und man kann über ein also Plugin die Integration mit anderen Systemen bewerkstelligen. Ich habe es aber nicht ausprobiert. Also ich weiß nicht, wo man da direkt, aber da gibt es eine Möglichkeit. Das ist schon lange da drinnen, genau. Mein Gedanke bezog sich auch darauf, dass wir eben die Einschränkung hatten, nicht an mehrere Empfänger senden. Ja. Und dann Plugin, genau. Ja. Genau, dann könnte man auch an mehrere Empfänger mailen. Genau. Ja, dann viel Vergnügen.